Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tell Me Why. Wir sind jetzt hier mit Michael am, Du wirkst ziemlich verschreckt. Ich war nie ein großer Fan von Friedhöfen. Besonders seit... Naja. Ich verspreche, danach können wir uns am Haus ausruhen, okay? Am Friedhof angekommen und eigentlich wollen wir Tessa finden. Ich finde, es ist eigentlich keine gute Idee, sie hier aufzusuchen. Man sollte davor warten, bis sie zurückkommt oder so. Selbst das finde ich schon aufdringlich. Aber ich meine, sie ist ja hier, um gerade Ruhe mit ihren Eltern zu finden und vielleicht zu ihnen zu sprechen und so. Und da kann sie uns jetzt nicht dort gebrauchen. Ich wollte nie hierher zurückkommen. Ja, damit bist du nicht allein. Lakeview Friedhof. Wir gucken hier mal das Gelände wieder so ein bisschen ab. Eine super schöne Gegend, Hey, die ne? Gräber sind da drüben. Gucken mal neugierig ins Auto rein, was hier so abgeht. Kann ich hier so hin? Und hoch vielleicht? Tyler? Nee. Okay. Ich gehe bloß immer davon aus, eventuell können wir was finden. Eine Figur, irgendwas sehen, was wir hier dann benutzen können. Leider kommen wir nicht dort hoch. Aber das bedeutet ja gleichzeitig auch, dass wir dort nichts finden können. Also ist ja alles gut. Okay, nichts zu finden, nichts zu holen hier für uns, auch nicht in der Mitte, ne? Und auch nicht hier oben. Dann ab auf den Friedhof mit uns. So schön hier zu wohnen, oder? Das Raunen des Rinnsals, das nie verstummt, mit wallendem Klang und hohlem Hall, seit Hügel kaum mehr waren als Felsen kahl. Von wem ist das? Oder hat er das gerade? Okay, hier können wir überall theoretisch lang gehen. Sag mal, bist du hier zurückge... Psst, nicht so laut. Besser? Ja. Warum meinen Leute, man müsste auf Friedhöfen immer nur flüstern? Ich weiß nicht. Hängt bestimmt mit Spiegelneuronen zusammen. Was? Na, man tut, was man sieht. Wie dem auch sei. Bist du jemals wieder hier gewesen? Seit der Beerdigung? Nein. Es gab nie einen Anlass dazu. Zum Glück. Den Weg dort vorn konnte ich gerade nicht langlaufen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum er ist selber umgedreht, nicht ich. Sind das nicht alles Steine, Felsen? Wie können denn da Gräber drin sein? Unsere Mutter brachte uns immer hierher. Super seltsam. Mom, warum kommen wir ständig hierher? Stört es dich? Nein, es ist nur komisch, weil wir keine dieser Leute kennen. Ich meine, außer Eddies Mom. Es schadet nie, Hallo zu sagen. Weil sie sehr einsam sind. Ganz recht, Liebling. Und manchmal, auch wenn ihr sie nicht sehen könnt, bleiben sie bei euch. Hier drin. Immer hier. Mom? Immer. Sie hat uns geliebt. Sehr. Doch manchmal war es, als litt sie unter dieser Liebe. Glaubst du, sie hatte einfach nur Angst, uns zu verlieren? Vielleicht. Ja. Aber ich weiß nicht, die meisten Eltern fürchten, ihre Kinder zu verlieren. Das heißt ja, mein Elternteil oder ein Kind sollte nie ein Elternteil überleben. Aber ich finde, andersrum ist es genauso schwierig, oder? Wir trauern um jene, die ans andere Ufer übergesetzt sind. Liebe kennt keine Grenzen und der Tod eines Clanmitglieds erschüttert die gesamte Gemeinschaft. Die Menschen kommen zusammen, um ihren Angehörigen zu betrauern und die Mitglieder des anderen Clans aufzuheitern. Wird ein Adler betrauert, schenken die Raben den trauernden Adlerclans Liebe und Stärke. Wird ein Rabenmitglied betrauert, sind die Adler gleichermaßen für die Raben zur Stelle.
Nach dem Gedenkdienst ist es üblich, dass die entgegengesetzte Moiety die trauernde Familie tröstet, indem sie ihre Atowu, die Insignien des Clans, hervorholen, um die Tränen symbolhaft einzufangen, ehe sie den Boden berühren und so ihren trauernden Clanmitgliedern Unterstützung zu bieten. Aufgrund des nationalen Verbots einheimischer Religionen und Riten ist ein großer Teil unseres Wissens über das spirituelle Leben der Tlingit verloren gegangen. Gesundheit. Unten befinden sich zwei unvergängliche Beispiele der Liebe und Ehrfurcht, die wir den Toten in der Tradition unserer Ahnen weiterhin zeigen. Ah, deswegen hat sie es gemacht, oder? Feier des Lebens. Die 40-Tage-Feier findet 40 Tage nach dem Ableben statt, um den Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Einige glauben, es handle sich um eine neuere Tradition. Mitglieder der Familie organisieren eine gemeinsame Mahlzeit, bei der ein Feuermahl, ein Teller mit Essen, verbrannt wird, um die Seele des Verstorbenen zu nähren und zu pflegen. Ein Jahr oder länger nach dem Tod wird ein Kuex, Potlatch oder Potlatch abgehalten, um den Toten zu betrauern und anschließend sein Leben zu feiern. Das Kuex wird vom Clan des Verstorbenen organisiert, um das verstorbene Clanmitglied durch eine traditionelle Zeremonie zu ehren, Anerkennung zu zeigen und Schulden an die entgegengesetzte Moiety zu begleichen, die den Clan während der Trauerzeit unterstützt hat. Sind es denn dann Schulden? Wenn man Unterstützung bekommt, sollte man doch nicht Ausgleich verlangen. Sondern Unterstützung sollte man geben, weil man unterstützen möchte und nicht, weil man eventuell dann, wie schon gesagt, eben einen Ausgleich dafür bekommt. Dennis, okay, hier ist der grüne Baum, aber keine Tessa. Sehen wir uns nach dem Grab ihrer Eltern um. Nicht, dass wir am falschen Fleck sind. Meinst du, Mike könnte es falsch in Erinnerung haben? Tja, da ich Inventur mit ihm gemacht habe, ja. Das könnte etwas dauern. Okay. Ayla Phillips. Hey, da ist Michael. Ja, ja. Ich möchte erstmal die anderen angucken. Das hier nicht. Hier ruht Robin Becker. Mögest du in Frieden ruhen. De Leon. Das ist es. Haben wir sie jetzt verpasst? Hallo, Herr Adler. Kinder, es ist Zeit. Eine Erinnerung irgendwo dazu? Lorna Elena Corazon de Leon, aufopferungsvolle Ehefrau und liebende Mutter, treuer Gatte und liebevoller Vater. Roman Gabriel de Leon. Okay. Schöne Blumen. Alle auch so lila. Oh, warte, hier ist eine Erinnerung irgendwo. Sehe nur gerade nicht ganz genau wo. Kümmern wir uns gleich drum. Julie Simonson. Kommen wir auch nicht lang, ne? Ne. Oder? War hier gerade was? Ne, war nicht. Okay. Hier ruht Adriel. Jesse, Ruhe und Frieden. Okay.
Moment, ist das der Baum, der bei uns Schieferriese hieß? Ein und derselbe. Warum nannten wir ihn nicht Nals Borkley? Verpasste Gelegenheit. Ah, weil wir damals nicht viel mit Musik am Hut hatten? Und mit CeeLo Green? Mensch, in meiner Erinnerung reicht er bis in den Himmel hinauf. Logisch, wenn man ein laufender Meter ist. Ja, wo ist die Erinnerung? Ah, hier vorne. Müssen wir wirklich gehen, Eddie? Nimm meine Hand, wenn du magst. Ich kann alleine gehen. Das geht schnell, okay? Danach essen wir was. Der Tag der Beerdigung. Ich erinnere mich kaum. Das ist vermutlich besser so. Ich glaube, keiner von uns ist scharf drauf, diese Geschehnisse erneut zu durchleben. Hey. Ich weiß, ich habe gesagt, wir müssen nicht an ihr Grab gehen. Aber es fühlt sich an, als wäre es das Richtige. Ja, genau. Hazel Salazar, ein Leben voller Erinnerungen. Kurzes Leben, ne? Im Chaos der Geschichte verloren gehen. Was soll das heißen? Kein Plan. Michael wird's wissen. Um jene zu ehren, die nicht mehr unter uns sind, das Tlingit Preservation Committee und die Gemeinde von Dallas widmen dieses Denkmal dem ewigen Band zwischen vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Generationen. Möge das Andenken an unsere verstorbenen Angehörigen niemals im Chaos der Geschichte verloren gehen. Möge dies eine Ruhestätte für unsere Angehörigen sein, die ans andere Ufer übergetreten sind. Möge unsere ewige Liebe die Wunden der Vergangenheit lindern und uns in eine strahlende Zukunft leiten. Okay, da können wir lang. Aber ich möchte erstmal hier noch gucken. Ben Correra? Bis wir uns wiedersehen. In liebenden Gedenken an Dustin Lewis. Wir gucken. Wir gehen noch mal schnell zu Michael und dann biegen wir ab, glaube ich. Wann ist Michaels Onkel gestorben? Letztes Jahr. War ein schwerer Schlag für ihn. Ist es noch immer. Lange nicht gesehen. Willst du etwas Gesellschaft? Kommt doch rüber. Macht es euch bequem. Zu also, Skarnik, William Thomas Collins. Kommst du zurecht? Es ist alles so ein Chaos. Ich dachte, wir wären mit dem Packen fast fertig. Ich will diesen Ort einfach nur hinter mir lassen. Zumindest ist Mr. Hollywood Schönheit gute Gesellschaft. Komisch, dass du nie erwähnt hast, wie dein Bruder aussieht, bevor er in die Stadt kam. Ich dachte, ich überrasche dich. Hey, ihr wisst, dass ich euch hören kann, ja? Haltet die Ohren zu, die Erwachsenen reden. Schlechter Zeitpunkt? Für dich? Unsinn. Beachte mich nicht, ich bin gar nicht hier. Hey, deine blöde Fresse sehe ich doch fast jeden Tag. Du bist Schnee von gestern, Süße. Du verletzt mich. Zutiefst. Also, kann ich euch irgendwie helfen? Und wie war dein Onkel so? Oh Mann, wo soll ich anfangen? Er war wie dieser grummelige Opa, der in jeder Sitcom auftaucht. Der Typ, der wie ein T-Rex tippt und nie aus seinem Sessel aufsteht. Wie tippt man denn wie ein T-Rex? Naja, du knutscht fast die Tastatur. So, als hättest du kleine Babyarme, wie ein T-Rex. Bleib wie du bist, Michael. Wie auch immer, so grummelig er auch war, es gab keinen netteren Mann auf der Welt. Er gehörte zu den Menschen, die dich akzeptieren, wie du bist. Auch wenn sie nicht alles gut heißen. Davon gibt es nicht viele. Du und dein Onkel standet euch echt nah, hm?
Und wie. Ich konnte ihn immer auf die Palme bringen. Meine Familie ist Oldschool Clinkett. Ich war öfter bei meinem Onkel als bei Dad. Er war der Erste, der all meine neuen Rezepte getestet hat. Noch vor Allison. Dann habe ich Onkel William zu verdanken, dass ich noch keine Rettungsringe habe. Wenn du einen neuen Vorkoster brauchst, sag Bescheid. Als ob du eine Wahl hättest. Ich werde definitiv während meiner Ausbildung euer Feedback brauchen. Na gut. Solange es nicht so abenteuerliches ist wie dieser Lachsnacht-Linket-Art mit Pfeffer und Safran. Das kann ich nicht versprechen. Den Mutigen gehört die Welt. Das gilt besonders fürs Kochen. Hey, kann ich dich etwas über diesen Ort fragen? Ja, leg los. Was ist die Geschichte des Klinke-Denkmals? Möge das Andenken an unsere verstorbenen Angehörigen niemals im Chaos der Geschichte verloren gehen. Das war Onkel William. Im Chaos der Geschichte verloren gehen? Na, angenommen, du brauchst Platz für eine Schule oder eine Straße und scheißt auf Ethik. Kein Ding, einfach unsere Vorfahren ausbuddeln. Ist ständig passiert. Arschlöcher. Ja, gut, ich meine, es passiert immer noch, aber nicht so oft. Das verdanken wir den Ältesten. Ich störe dich jetzt nicht länger. Falls du je neugierig wirst, ich bin hier. Haben wir... Warte mal, hätte ich noch mehr über das Denkmal sagen können? Hey, kann ich dich etwas über diesen Ort fragen? Ja, leg los. Wir probieren es kurz nochmal. Was ist die Geschichte des Klinke-Denkmals? Möge das Andenken an unsere verstorbenen Angehörigen niemals im Chaos der Geschichte verloren gehen. Das war Onkel William. Im Chaos der Geschichte verloren gehen? Na, angenommen, du brauchst Platz für eine Schule oder eine Straße und scheißt auf Ethik. Kein Ding, einfach unsere Vorfahren ausbuddeln. Ist ständig passiert. Arschlöcher. Ja, gut, ich meine, es passiert immer noch, aber nicht so oft. Das verdanken wir den Ältesten. Ich habe gedacht, da geht noch mehr, weil dort mehr stand. Aber das war's jetzt wirklich. Ich störe dich jetzt nicht länger. Falls du je neugierig wirst, ich bin hier. Dann haben wir alles. Bis später. Aber klar. Hey, okay. Ich weiß, du steckst da jetzt mittendrin. Aber lass dich davon nicht überwältigen. Nach dieser Sache wird Juno ziemlich langweilig wirken, was? Ach, langweilig klingt gerade echt gut für mich. Trash-TV gucken, während mein fantastischer Mitbewohner etwas Köstliches kocht? Himmel. Tolles Essen für die Steuererklärung. Schlagen wir darauf ein, mein Freund. Erinnerst du dich, wo sie ist? Nein. Alles, was ich weiß, ist, dass ich bei der Beerdigung aufs Wasser geschaut habe. Allison, bitte. Ich gehe nicht hin. Allison, komm zurück. Ja. Jegliche Hoffnung, es könnte diesmal einfacher sein, ist verflogen. Zumindest schickt mich diesmal niemand weg. Das will ich aber auch hoffen. Danach hatten wir beide einen Moment da drüben am Totem, nicht wahr? Ich frage mich, ob wir das sehen können. Wir können es versuchen. Tessa wird hinten an ihrem Grab stehen. Ich glaube, dort ist sie ja schon. Wahrscheinlich trauert sie genauso noch. Ich lasse dich nicht fortnehmen. Ich sag ihnen die Wahrheit. Du hast es versprochen, Allison. Mir passiert schon nichts. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich weiß, ich sollte diese Sache mit Brown überwinden, aber ich wünschte wirklich, du hättest mich besuchen können. Ja, ich auch, aber... Hey, ich habe an dem Tag nichts versprochen. Das warst du. Sieh mal. Alle glauben, du warst es. Es ist nicht fair. Ich komme klar. Du musst jetzt auf dich selbst aufpassen. Siehst du? Es ist möglich, aber ich glaube nicht. Nun, ich weiß es.
Der Gedanke daran hat mir durch den Tag geholfen. Ich bin bald zurück, okay? Versprochen. Aber ich komme dich jede Woche besuchen. Und wir nutzen jeden Tag unsere Stimme. Aber ich komme dich jede Woche besuchen. Bin bald zurück, okay? Versprochen. Boah, welche Erinnerung ist denn jetzt hier die relevantere? Bin bald zurück, okay? Versprochen. Und wir nutzen jeden Tag unsere Stimme. Aber ich komme dich... Ich glaube eher das hier. Ich bin bald zurück, okay? Versprochen. Ich bin bald zurück, okay? Versprochen. Chief Brown kümmert sich um dich. Alles wird gut, ganz sicher. Kinder? Es geht gleich los. Es tut mir echt leid, dass ich so lange weg war. Ich war so sehr mit allem beschäftigt, dass... Du musst dich wirklich nicht erklären. Ich verstehe jetzt, was du durchgemacht hast. Wirst du mich jemals ausreden lassen? Irgendwann mal. Aber nicht heute. Ich habe jetzt an der Stelle Tylers Erinnerung gewählt. Es war doch links Tylers, oder? Also die linke Erinnerung auf jeden Fall gewählt, weil es mehr in das Schema passte, dass Tyler sich schützend davor geworfen hat, sage ich jetzt mal. Es könnte beides stattgefunden haben, einfach so. Also spricht, finde ich, nichts dagegen, dass das beides stattgefunden hat. Deswegen... Wir gucken mal. Aber liebe Leute, bevor wir hier weiter gucken, ich sehe gerade, wir sind schon fast wieder bei 22 Minuten angekommen. Machen wir eine kleine Aufnahmepause, dann schauen wir uns diese Grabgegend noch an und dann werden wir wahrscheinlich als nächstes hinter zu Tessa gehen. Also, bis dann, liebe Leute. Tschüss. Mm. Mm.